Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Exoplanet First Contact, einem Indie-Titel entwickelt von Aylers Team. Der Publisher ist Grab the Games. An dieser Stelle erst einmal ein Dankeschön an die Entwickler. Many thanks for the key guys and the ability to play this game here on my channel. Ja, vielen Dank an die Entwickler für den Game Key. Und ja, was ist Exoplanet First Contact? Ein Early Access Indie RPG Action Spiel, ein Space Western. Okay, Space und Western, ja, das sind zwei Genres, die sind schwer miteinander zu kombinieren. Und ich habe das Spiel schon mal vor ein paar Tagen ganz kurz angespielt, habe da mal reingeschaut. Es ist ein Early Access Titel. Ich glaube, es ist auch nur ein sehr, sehr kleines Entwicklerteam. Und ja, nichtsdestotrotz, wir machen mal ein neues Spiel. Wir schauen da mal rein. Und bekomme einen englischen Text. The story of my adventures on Catharsis starts with a contract picked up in a bar on the infamous space station Freeport 13. I was hired to transport a group of suspicious geologists and their cargo to the remote system of Tarsis 831 aboard my private spaceship Crystal Betty. Shortly after entering the desert's planet's orbit, the ship was hijacked and I was thrown out of the airlock and left to die. Some time later, I awoke in a desert, uncertain how I managed to stay alive, but determined to find Beth and kick the hijacker's ass. Ja, die Geschichte beginnt also auf Catharsis mit einem Vertrag, den wir unterzeichnet haben, hier in einer kleinen Bar, um Geologen hier zu diesem Planeten zu befördern, die uns dann aber aus unserem Raumschiff herausgeworfen haben und ja, unser Raumschiff mitgenommen haben. Wir stehen hier alleine, müssen irgendwie überleben und das sind wir. Der Cowboy, die Grafik ist sehr roh, muss man mal so festhalten. Ich weiß gar nicht, auf welcher Engine das Spiel läuft. Was finden wir hier? Electronical Scrap. Okay. Von der Grafik her, das Spiel ist sehr, ja, wie soll man sagen, ich weiß nicht so richtig, ich habe es wie gesagt schon mal angespielt, ich weiß nicht so richtig, wie man das beschreiben soll. Also es läuft flüssig, ja, okay, mit Q können wir scannen. Es läuft flüssig, aber, und das sage ich direkt von Anfang an, okay, eine Chest, da haben wir ein Messer, ein Medikit und 22mm Patronen. Es läuft flüssig, es spielt sich flüssig, entgegen einiger Reviews. Aber ich persönlich habe wirklich irgendwie so, das sage ich direkt am Anfang jetzt auch schon, ich habe ein Problem, das Spiel irgendwie richtig einzusortieren. Ihr werdet, das war die Kiste. Ich weiß nicht, ist es jetzt so ein Adventure, ist es ein Action-Spiel, ist es ein RPG, kann man hier craften und dann halt irgendwie Space und dann hier dieses Cowboy-Outfit so mit allem drum und dran. Ich weiß irgendwie nicht so richtig, wie ich das Game einsortieren soll. Okay, da liegt irgendwas drin, da passiert uns aber nichts hier mit dem Stromkram hier. Und okay, mit V können wir noch die Kamera umändern. Die springt dann so hier hin und her. Okay, das lassen wir mal so, wie es ist. Auf 2 ist die Waffe. Ziehen wir die mal. Ich tue mich da persönlich schwer mit, das Spiel irgendwie einzusortieren. Okay, hier haben wir irgendwie eine Pflanze. Catharsian Alloy. Alloy ist das. Okay. Okay, wir haben ein Inventar. Da haben wir hier Rohsfleisch, Alloy, Mechanical Scrap, Electronic Scrap, also Elektrobauteile und mechanische Bauteile. Aber hier die Alloy, die packen wir uns mal hier unten einfach in die Leiste rein. Weil man kann hier auch craften. Das hatte ich allerdings noch nicht raus. Als Sunflower Autonomous Lamp. Tripod plus LED Lamp Module plus Solar Battery Array. Cyclops Sentry Turret Tripod plus Security Camera plus Turret Ammo Box. Okay. Also wir müssen wohl noch ein paar Sachen finden. So, da haben wir hier den Kollegen.
Der will uns hier ans Leder so ein bisschen. Hier, die komisches Alien. Na, hau ab. So, hier haben wir Kaktuspflanzen. Die Kaktuspflanzen, die können wir im Übrigen auch... Die können wir übrigens auch hier auf den Slot legen. Und dann kann man damit zuschlagen. Genauso wie halt mit dem Messer. Das ist eher eine Machete, ne? So, noch eine Pflanze. Wir sammeln einfach ein. Alles mitnehmen, was geht. Unten links haben wir, ja, ein bisschen Ausdauer. Das ist der blaue Balken. Rot ist, klar, es sind Lebenspunkte. Und was ist grün? Ich weiß es gar nicht genau. So, was haben wir hier? Bluethorn Leaf. Da vorne sind noch welche. So, hier sind... Die kann man... Die sind ein bisschen doof, die Dinger. Die kann man mitnehmen. Hier diese komischen Ameisen. So, jetzt haben wir die eingesackt. Wir haben die jetzt eingesackt, die Ameise. Hier. Also ein Käfer ist das. Huch. Und die kann man sogar benutzen. Jetzt haben wir den Käfer da hängen. In der Hand. Die kann man dann werfen. Ich habe allerdings noch nicht raus, was man sonst so damit machen kann. So, das nehmen wir auch mal mit. Hier ist auch noch irgendeine Pflanze. Eine Blutwurzel, eine Bloodroot. So, den nehmen wir auch mal mit hier, den Kerl. Wenn man die nicht schnell genug einsammelt, dann beißen die einen. Das tut höllisch weh. Das ist nicht schön. So. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich hier machen werde. Ob es jetzt bei einem einzigen Let's Play bleibt oder ob ich vielleicht doch ein bisschen mehr mache, so 2, 3 Folgen oder so. Keine Ahnung. Ihr seht selbst, das Spiel ist, also es läuft flüssig, keine Frage. Was haben wir hier? Antigravium-Splitter. Antigravitationssplitter oder sowas sollen das wohl sein. Aber ich kann mit diesem... Ich kann mit dem Genre irgendwie nicht. Ich persönlich. Das kann ja bei euch anders sein. Nichtsdestotrotz, wir wollen mal reinschauen. Wir schauen uns mal an, was hier so passiert. So, noch ein paar von den Splittern mitgenommen. Also es gibt auch NPCs in diesem Spiel. Es ist ein Singleplayer-Spiel. Es gibt NPCs, man kann mit denen handeln, man kann Aufträge für die machen. Es ist zu lesen, also keine... Sprachausgabe oder so, wenn man irgendwie eine Quest annimmt. Es ist also so ein ganz basic Quest-System, könnte man sagen. Auch etabliert. Oh, eine Kiste. Oh, eine Pistole. Ein schöner Revolver. Equalizer. Revolver mit 8 Schuss ist der populärste, ist das populärste Modell von Wesson und Sons Line. Wesson und Sons Line. Das ist bestimmt dann der Urgroßenkel von Smith und Wesson. Oder so. Braucht 45er Munition. Okay. Ja, die nehmen wir uns auch mal. Die nehmen wir uns auch mal. Wieso kann ich hier das jetzt nicht so hier umsetzen? Gehen nur die ersten 5? Vielleicht jetzt? Nein. Ach, jetzt geht das. Okay. Man kann also nicht umsetzen. Man muss es dann so machen. Nee. Kann ich auf die 5 was setzen? Nee, geht nicht. Also wenn man es einmal zugeordnet hat, ist es scheinbar zugeordnet. Oder kann ich es vielleicht hier mit Tastendruck? Oh, jetzt habe ich den Apfel gegessen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Okay. Also da ist es auch noch irgendwie ein bisschen verbesserungsbedürftig. Will jetzt nicht unbedingt buggy sagen, aber könnte man geschickter lösen, glaube ich. Ein bisschen besser machen. Okay, also wir schauen einfach mal, wo es uns hier noch hinführt. Ich höre schon wieder so komische Krabbelkäfer irgendwo. Hier sind noch mehr Splitter.
So, alles mitnehmen. So, nix wie weg hier. Nix wie weg hier. Keine Lust auf die Käfer. So, hier ist noch eine Pflanze. Nehmen wir auch mit. Was gibt's denn sonst noch hier? Aliens. So, komm, wir töten das Alien. Also es ist ein sehr ruhiges Spiel, muss man sagen, ne? So habe ich bisher den Eindruck. Auch wenn jetzt hier so gerade ein bisschen Action ist. So. Die kann man auch looten, hier die Kerle. Bekommt man Fleisch raus. Und direkt sind die Fliegen dran. Ganzen Kadaver aufgebrochen. So, den nehmen wir auch mal mit. So, alles einsacken. Ich glaube, es gibt auch kein Limit, was man irgendwie mitnehmen kann. Hier oben noch irgendwas. Da ist noch eine Pflanze. Was macht nie so komische Geräusche. Soll wohl nur ein Sound sein. Ne, da ist irgendwas. Oder? Nee. Dann wäre das hier. Das macht nur Geräusche. Irgendwas macht da Geräusche. Was genau? Keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach nur ein Sound, der da abgespielt werden soll. So, ein NPC. Okay. Hey, Paul. Wo zum Henker warst du? Gib mir das Passwort und du bekommst dein bescheuertes Paket. Ich habe noch was zu erledigen. Okay, unsere Antwort. Welches Passwort? Oder zwei? Ich hatte ein bisschen Ärger auf dem Weg hierher und sie haben nichts von irgendwelchen Passwörtern erwähnt. Das ist sicher. Wo ist das Paket? Oder drittens, wo bin ich? Was zur Hölle ist das hier für ein Ort? Und wer zum Teufel bist du? Wir wählen mal die drei. Where am I? Saloon Amnesia? What are you talking about? Aha, fragt uns Jack. Wir können das auch skippen mit rechter Maustaste. Okay. You know, like in that old ass joke, a sheriff, an abori and an off-worlder walk into a saloon. What? Naja, also irgendwie gibt's einen alten Witz, ein Sheriff, ein Abori und ein Off-Worlder, weiß ich jetzt gar nicht, was das sein soll, gehen in den Saloon, also drei Typen gehen in den Saloon und der Plot ist, als der Off-Worlder ohne Geld in der Mitte der Wüste irgendwo aufwacht, mit tierischen Kopfschmerzen und and no recollection of the night. Hä? Boah, ich kann das. Ah, okay. Also wir sind auf jeden Fall nicht von hier, sagt, will er uns sagen mit einem Witz, um es jetzt kurz zu machen. Okay, spielt es eine Rolle, dass wir nicht von hier sind? Nicht wirklich, aber ich würde nicht darüber reden, wenn wir wären. Glaub mir, Off-Worlders sind hier nicht willkommen. Aha. Fremde sind hier also nicht willkommen. Warum erzählst du mir nicht ein bisschen was über dich? Okay, wir sind Jack Sharp, Freelancer, also frei arbeitender Weltraumhändler zu ihren Diensten. Oder wir sagen, wir sind John Smith und wir sind nur auf der Durchreise. Wir sagen mal, wir sind Nummer 1. Oh, ein hochfliegender Vogel. Naja, Weltraum bedeutet, du hast ein Raumschiff irgendwo hier, richtig? Ich meine, also ich will damit sagen, die Richtung, aus der du gekommen bist, ist totes Land. Der einzige Weg oder die einzige Möglichkeit, wie du hierher gekommen sein könntest, ohne an meinem Camp vorbeizukommen, ist, wenn du fliegst. Ja. Das ist das Problem. Mein Raumschiff wurde
ja, entführt oder gestohlen und ich wurde hier in der Wüste zurückgelassen. Verdammt, das wird langsam interessant. Und wie ist das passiert, will er wissen. Okay, eins, well, they kind of threw me out of the airlock. Die haben mich einfach aus der Luftschleuse geschmissen. Oder zwei, das ist eine Geschichte für eine andere Zeit. Ich muss daran denken, was ich jetzt als Nächstes zu tun habe. Okay, wir nehmen mal die zwei. Du solltest froh sein, am Leben zu sein. Wenn ich dein Raumschiff gestohlen hätte, würde ich sicher gehen, keine Beweise zurückzulassen. In jedem Fall bin ich im Moment ziemlich angearscht. Ich weiß gar nichts über diesen Ort. Okay, was kannst du mir über diesen Planeten sagen? Eins. Wenn die Galaxie einen Arsch hätte, wäre dieser Planet genau in der Mitte. Es ist eine alte Minenkolonie. Und wir Einheimischen wissen den offiziellen Status gar nicht. Ein perfekter Ort, wenn du verschwinden willst. Okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Ich habe jetzt genug geredet. Das ist auch sowas, wo ich mir an diesem Spiel ein bisschen schwer tue. Mir wären Dialoge, wären mir lieber. Aber, also es sind gesprochene Dialoge. Oh, und wir bekommen eine Quest. Okay. Kannst du mir einen Gefallen tun? Wenn du Molly siehst, bring sie her, okay? Aha. Und wo sollen wir nach ihr sehen? Zwei. Ich weiß nicht, aber sie mag Melonen und sie mag keine Käfer. Vielleicht hilft dir das, sie zu finden. Okay. Wir sehen mal, was wir tun können. So, und was mir jetzt halt noch ein bisschen komisch vorkommt, das ist ja hier so ein NPC, der wohnt ja hier und wir gehen jetzt einfach mal hier hin und nehmen einfach mal alles mit, was er in seinen Kisten hat. Komplett alles. Mit allem drum und dran. Alles einsacken. So. Da ist doch noch eine Kiste drunter. Hallo? So. Hier steht auch noch jede Menge Wasser rum. So, wir können uns auch hier hinsetzen. Press T to skip time. E inventory. E leave camp. Okay. So. Das nehmen wir auch noch mit. Das nehmen wir auch noch mit. Hier liegt auch noch Kram rum. Überall ist hier was drin. So. Gehen wir mal weiter. Kurz nochmal scannen. Oh, eine Trillerpfeife. Zack's Whistle. An owner's whistle to give commands to an orphan. Ah, okay. Das ist das Teil, was wir für ihn suchen sollten. Vermutlich. Würde ich jetzt mal tippen. Wir reden mal mit ihm. Hey, cool, dich zu sehen. Wie du siehst, bin ich immer noch hier und versuche mal hier ein bisschen Ordnung reinzubringen. Brauchst du irgendwas? So, about that orphan of yours. Okay, Nummer 2. Hast du sie gefunden? Ist sie okay? Nicht jetzt. Molly ist 4 Tonnen schweres, friedevolles Charisma. Okay. Die würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Okay. Orphans are smart. Just tell her, go to Zack's Trippy. It's a command. Ich hoffe, alles ist mit ihr in Ordnung. If I didn't have to guard this cursed box, I would have already found her. Okay. Okay, also mit der Pfeife können wir Molly anlocken. Okay, Molly ist wohl scheinbar 4 Tonnen schwer. Zumindest hat er das gesagt. 4 Tonnen friedevolles Charisma. Das ist mal eine Aussage. Da wollen wir doch mal schauen. Was haben wir denn hier? Ein Wegweiser.
Quest. Travel Destination started. Okay. Look at Travel Marker. I should explore more places. Ah, okay. Ich vermute jetzt mal, hiervon gibt es mehrere. Und dann kann man zwischen denen schnell reisen. Ist mal so eine Vermutung. So, aber wo ist Molly? Wo ist denn die schwere Molly? Die 4 Tonnen schwere Molly. Oder oben sind schon wieder so Käfer. Ob wir Molly wohl finden werden? Ich bin gespannt. So, hier haben wir noch eine Pflanze. Nehmen wir mit. Wie sieht denn unser Inventar eigentlich aus? Ach, herrje. Kann ich die hier... Kann ich die irgendwie benutzen? Wenn ich jetzt... die 5 drücke? Nee. Geht nicht. Ja, also die Grafik... Ich meine, wie gesagt, das Spiel ist schon was älter. Ich vermute jetzt mal, dass irgendwie... ob das jetzt, also vielleicht Unity Engine 3 oder so. Das Spiel ist auch schon was älter. Es gibt schon länger auf Steam im Early Access. Es gibt auch schon Let's Plays, die irgendwie 2 Jahre alt sind oder sogar 3 Jahre alt sind. Deswegen, ich weiß nicht so richtig, was ich mit diesem Titel anfangen soll. Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden einfach mal in der nächsten Folge versuchen, Molly zu finden. Dann sehen wir uns hier auf diesem... komischen Wüstenplaneten. Sehen wir uns wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge nochmal mit dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut. Bis demnächst und tschüss.